Hallo liebe Monagoristen. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag auch von mir. Wir präsentieren euch heute von der Firma Nage IT die faire Maus. Zumindest fairste Maus, die es momentan auf dem Markt gibt. Absolut. Ist ja genau. Nicht so einfach. Nein, das ist gerade in der Elektronik ist das ein bisschen schwierig, aber Nage IT hat sich da versucht und sehr gut versucht. Genau. Also, es ist eine optische Maus, 1000 dpi, USB-Anschluss, soweit so bekannt. Jetzt geht es um die Fairness. Ja, und da ist Nage IT wirklich sehr fair, weil die sagen, okay, wir haben bestimmte Teile der Maus, die sind fair, nachhaltig, auch nachweisbar nachhaltig. Mhm. Dann haben wir welche, die sind nicht so 100% nachweisbar und wir haben welche, da können wir es gar nicht genau sagen. Genau. Da gehen die komplett fair mit um. Also die Herstellung ist komplett nachhaltig und auch nachweisbar. Die wird in einer Behindertenwerkstatt hier in Deutschland gefertigt. Wir haben auch das komplette Gehäuse und die Schrauben, die verwendet werden, sind nachweisbar nachhaltig. Genau, dann gibt es Komponenten, die sind sozusagen halb geklärt in der Nachhaltigkeit. Das sind zum Beispiel die Kondensatoren. Da ist dann die Fertigung unter nachhaltigen Bedingungen vollzogen worden. Ja. Aber die Herkunft der Materialien, da ist eben die Nachhaltigkeit nicht zu 100% geklärt. Und dann gibt es noch einen Bereich, der ist, also was das Thema Nachhaltigkeit angeht, komplett ungeklärt. Das sind in diesem Fall zum Beispiel diese Scrollräder. Da ist eben weder was über die Fertigung noch über die Materialien bekannt. Ja. Und das wird dann aber auch genauso offen kommuniziert von Nage IT. Wunderbar, wirklich sehr nachhaltig. Wir haben hier einige Modelle. Wir haben einmal zwei Tasten. Genau, wir haben einmal eine Drei-Tasten-Variante. Wunderbar. Also immerhin zumindest schon mal ein guter Ansatz zum Thema Nachhaltigkeit, auch bei IT-Produkten. Viel Spaß damit, bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.